Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers. Wir haben in der letzten Folge ein Fotoalbum gefunden für einen gewissen Ren Hojo. Während Hisoka Yuri im Wahrnehmen von Schatten unterrichtete, nutzte diese ihre Gabe, um ein Album mit Leichenfotos aufzuspüren, das in den Ruinen eines Gasthofs auf dem Hikami-Berg zurückgelassen wurde. Ein gewisser Ren Hojo hatte dieses Album angefordert. Als Ren aus einem Albtraum erwachte, wurde er plötzlich von Ungewissheit geplagt. War es wirklich nur ein Traum oder eine unterdrückte Kindheitserinnerung? Diese Frage hatte ihn bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Oh. Das sind unsere Ergebnisse. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Dann hätte ich das in der letzten Folge auch noch mit aufgenommen. Okay, gut, dann geht's weiter. Eine verschwundene Spur. Der folgende Inhalt wurde hinzugefügt. Ehemalige Protagonistin im Kostümset. Yuri-Kostüm. Okay. Miyu Hinasaki, genau, das haben wir letzte Folge gemacht. Suche nach den Leichenfotos haben wir auch gemacht. Dann finde Fuyuhi Himino. Aha. Zweiter. Kleidung. So, lass mal gucken. Was gibt's denn hier? Standard-Outfit. Was ist das? Aha. Ray. Das habe ich schon mal Girls gesehen. Oh nein. Kann ich mir das nicht mal angucken, bitte? Ich würde mir das gerne angucken wollen. Das kenne ich aber. Das habe ich schon mal gesehen. Was? Hexenhut. Lady Dimitrescu. Nein. Ich hätte gerne eine Vorschau dazu. Ren. Bräutigam, Kamera, Oxfuten, wenn wir Standard auf. Miu. Heißt der eigentlich Miku oder Miu? Miku. Oh. Okay, nein, wir müssen die Standardhut aufmachen. Was ist denn hier los? So. Zurück. Dann gehen wir mal in die nächste Episode. Zweiter Tropfen. Das ist aber auch cool. Leicht für Spieler, die die Geschichte genießen wollen. Leicht für, normal für Spieler, die das Spiel genießen wollen. Wir hatten auf normal gespielt. Spielen wir doch hier auch auf normal, oder? Normal. Seit dem Vorfall im Gasthof sind einige Tage vergangen. In der Zwischenzeit hatte Hisoka sich eines neuen Falles angenommen. Als ein junges Mädchen den Laden betritt, findet sie eine besorgte Yuri vor. Sie bittet Yuri, eine vermisste Person zu suchen. Etwas, das Hisoka ihr verboten hatte. Puh, uiuiui. Zweiter Tropfen. Ich bin etwas verwundert über dieses ganze Menü-Geschichtsführungsdings da. Ehrlich gesagt. Das fühlt sich irgendwie
Das Spiel fühlt sich etwas alt an. Irgendwie, dass das nicht so weitergeht. Wahrscheinlich ist es auch das falsche Wort. Und die Project Zero-Reihe hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eben halt so so ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Einige Tage sind seit Juris Einführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seither verschwunden und nicht zurückgekehrt. Yuri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, taucht ein Mädchen namens Himino auf. Das bedeutet Hisoka darum, was das behauptet, Hisoka darum gebeten zu haben, eine vermisste Person zu finden. An sich ist es ja gar nicht schlimm, eine vermisste Person zu finden. Oh, Sammeltassen. Sehr viele Sammeltassen. Also ich muss sagen, die Stimmen sind sehr leise. いうことでしたけど、いつになるのかと思って。人探し。山に行ったかもしれないんです。氷上山。氷上山。山の近くで、遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよ。遥かがそんなところに行くはず。 Jetzt suchen wir also noch zwei Leuten. Ein Fall einer verschwundenen Person? Hisoka ging vor einigen Tagen weg und ist seither nicht zurückgekommen. Vielleicht arbeitet sie an diesem Fall. Oh, Brust hat gewackelt. Hisokas Zimmer ist oben. Vielleicht kann ich dort Hinweise darauf finden, wo sie sich aufhält. Aha. Geisterliste? Mann aus dem Wasser 1. Gespenster. Mann der Schlüssel anstarrt. Spuren. Bisschen traurig. Okay. Es dauert lange, ihn einzulegen. Leichenfoto. Lockern im Schrank. Das kann ich nicht angucken, leider. Ah, Filmszenen kann man sich scheinbar nochmal anschauen. Ah, Notizen. Da müssen wir hin. Aber ich will natürlich alles angucken hier. Falsch. Was ist das? Gibt nur eine Lautstärke. Geht leider nicht anders. Wir müssen mit diesen leisen Stimmen leben. Was hat man hier überhaupt alles? Aha, aha. Antiquitäten. Kann man hier rein? WC. Ich muss mal. Das ist das Kunden-WC. Hisoka und ich putzen es abwechselnd. Das ist aber nett. So, was haben wir da? Eine Zeichnung von einem Kronleuchter. Hängt hier ein Kronleuchter vielleicht? Nee.
überprüfen. Was haben wir hier? Der Schrank ist voller Tassen, die wir nicht mehr benutzen. Okay. Eine Uhr mit einer großen Glocke. Ein Tablett mit Rauchutensilien ist gleich eher einer antiken Schatulle als einem Tablett mit Rauchutensilien. Okay. Die Straße vor dem Laden führt auf den Hikami-Berg. Sie war für Touristen gedacht, aber wird jetzt nur noch von Menschen benutzt, die hier leben. Eine antike Uhr auf einer alten Kommode. Hisuka liebt Uhren. Deshalb ist der Laden voll von ihnen. Sie findet ihr Ticken beruhigend. Bin da nicht irgendwie ein bisschen wahnsinnig? Unter der Ablage mit Kaffeetassen befinden sich verschiedene antike Dosen und Einmachgläser. Okay, ist mal hier. Noch mehr. Ein paar aufgereihte, sorgfältig polierte Tassen. Seit ich einige wertvolle Gegenstände zerbrochen habe, hat die sogar allein für sie poliert. Okay. Anscheinend ist sie sehr tollpatschig, unsere Dame. Sofa. Ein großes, antikes Sofa. Hier, seit ich das erste Mal hergekommen bin. Ich bezweifle, dass wir es verkaufen, aber Hisuka stört das nicht. Kann das sein, dass die Untertitel in Deutsch etwas komisch sind? Also, So, manchmal fühlen sie sich so komisch an, wenn ich die vorlese. Ein Sofa, das sehr groß ist, hier. Also Hisuka. Okay. In diesen Schubladen werden wohl Belege und Buchhaltungsunterlagen aufbewahrt. Ich habe sie mir aber nie genauer angesehen. Ja, vielleicht sollst du das mal machen. No. Hier lagern wir verschiedene Kaffee- und Teesorten. Hisuka kauft nur aus Regionen und von Marken, die sie mag. Die Zutaten hier sind nicht für die Getränke, die wir im Kaffee servieren. Es sind Bohnen und Teeblätter, die unsere Kunden kaufen können. Ha. Noch mehr Sammeltassen. Alleine hier zu stehen, macht mich noch immer nervös, da ich noch nie gut mit Kunden umgehen konnte. Ich habe gerade erst gelernt, wie man Kaffee macht und habe nie wirklich Kunden bedient. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Laden. Interessante Steinstufen. Ach so, ja. Aha, sind wir hier schon in Ihrem Zimmer? Da geht's nach oben. Na? Okay. Alles klar. Gut, wir lesen erstmal, was wir hier finden. Nehmen. Ein Buch über den Hikami-Berg lag auf dem Bücherregal. Der Band scheint sich mit den Gerüchten rund um die übersinnlichen Phänomene des Bergs zu befassen. Selbstmord am Hikami-Berg. Wie wird ein Ort für Selbstmord berühmt? Ein Ort erlangt über Zeit einen gewissen Ruf. Je mehr Menschen sich dort ihr Leben nehmen, folglich lockt er mehr jener an, die sich wünschen, am Ende nicht allein zu sein. Interessanterweise sind solche Gebiete selten für die Sichtung von Geistern bekannt. Genau das ist es auch, was den Hikami-Berg von anderen Orten unterscheidet. Durch die weit verbreitete Tradition des Selbstmords wird dieser Ort schon seit langem als Zufluchtsstätte für Geister gehandelt. Auch gibt es hier die sogenannten Priesterinnen des Schwarzen Wassers. So wird behauptet, dass eine Begegnung mit einer solchen Priesterin ein Omen dafür ist, dass sie einen bald in den Tod führen wird. Diejenigen, die dem Blick einer Priesterin zum Opfer fallen werden, laut Gerüchten, den Berg nie wieder verlassen. Zudem hört man auf dem Hikami-Berg auch gerne Sagen und von Geistern, die ihren eigenen Tod immer wieder durchleben müssen. Dieser Fluch lastet auf denjenigen, die sich entgegen der örtlichen Sterbebräuche das Leben nehmen. Sie werden dazu verdammt, ihre letzten Momente bis in alle Ewigkeit zu erleben.
Unzählige Überlebende der Ergebnisse auf dem Berg berichten von Begegnungen mit Priesterinnen oder immer wieder sterbenden Geistern, durch die die Opfer selbst den Drang nach einem ganz spezifischen Tode verspüren. So sind es wahrscheinlich die Geschichten dieser Priesterinnen und Geister, die noch immer jene verzweifelten Menschen anlocken, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Die sind aktualisiert. Der Berg des Todes. Ein Buch über den Hikami-Berg lag auf dem Bücherregal. Der Band scheint sich mit den Traditionen rund um den Berg zu befassen. Der Berg des Todes. Schon lange ist man der festen Überzeugung, dass der Hikami-Berg von Geistern heimgesucht wird. Früher vermieden abergläubische Einwohner sogar, mit ihren Füßen in Richtung des Berges zu schlafen. Auch glaubte man, dass ein Blick auf den Sonnenuntergang über den Berg Kreaturen aus dem Jenseits heraufbeschwören würde. Heutzutage sagt man, der Berg ziehe diejenigen an, die vom Tod fasziniert seien. Es gibt unzählige Gerüchte von Menschen, die durch den verfluchten Gipfel wie von Geisterhand verschwunden sind. Diese Betroffenen begeben sich den Angaben zufolge allein auf den Berg, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Man sagt, die Leichen der verschwundenen Opfer würden im See der Verstorbenen auf dem Gipfel des Berges angeschwemmt werden. Nachdem der Ort in eine Touristenattraktion umgewandelt wurde, schienen derartig schreckliche Geschichten kurzzeitig in den Hintergrund zu geraten. Jedoch war dies nur ein sehr kurzlebiger Zustand und der Hikami-Berg wird von vielen noch immer als verfluchter Berg oder auch Ort des Todes angesehen. Gegenwärtig ist er ein beliebter Ort, um sich das Leben zu nehmen. Kommen Sie doch zum Hikami-Berg. Jo, gibt's hier noch? Ist noch irgendwas zu sehen? Hier, Fernsehkiste, Sofa. Oh, ein kleiner Garten. Oh, es ist unser Zimmer. Überprüfen. Hier hängt ein japanischer Fensterladen. Der Stoff scheint ursprünglich für etwas anderes verwendet worden zu sein. Dieser Raum wird als Abstellkammer genutzt, wurde aber aufgeräumt, um als Gästezimmer zu dienen. Das war mein Zimmer, als ich hergekommen bin. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bin ich davon überzeugt, dass Hisoka diesen Raum dafür nutzt, von ihr gefundene Person hier übernachten zu lassen. Eine Uhr steht auf einer alten Kommode. Das Zifferblatt ist alt und verblasst. Hisoka scheint die Uhr jedoch zu mögen. Okay. Also wir stecken die vermissten Personen direkt in unsere Tasche und schleppen die nach Hause, wenn wir die finden. Wenn wir die finden. So. Die Steuerung muss ich noch ein bisschen klarkommen hier. Okay, wir haben noch einige Zimmer vor uns. Die will ich natürlich auch noch alle durchforsten. Oh, das ist aber eine schreckliche Tür da hinten. Hier müsste auch irgendwo eine Küche sein. Hier geht es zum Badezimmer. Hisoka mag große Badewannen. Für mich ist sie zu groß, um mich darin zu entspannen. Ertrinkt sie da drin. Das ist eine Kellertür, oder? Die Hintertür ist wie immer verschlossen. Achso, okay, Hintertür. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Okay, ich lasse mal alles sehen, bevor wir zu ihr ins Zimmer gehen. Oh, Hisoka hat mir dieses Zimmer überlassen, als ich eingezogen bin. Zuvor war es ihr Schlafzimmer. Ich lebe schon eine Weile hier, aber ich habe immer noch nichts ausgepackt. Ah, das ist also ihr Zimmer. Oh, da liegt ein kleines Geschenk drin.
Auf der Kommode liegen einige Aktenordner und Körbe. Hisoka hat sie für mich vorbereitet, doch weiß ich nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Ja, vielleicht, wenn du mal Geister findest. Ein Haufen Pappschachteln. Ich habe sie nicht angefasst, seit ich hergezogen bin. Okay, überprüfen. Bett. Hisoka mag es gar nicht, wenn ich mein Bett nicht mache. Ich werde mich später darum kümmern. Mein Bett ist ehrlich gesagt jeden Tag wirklich gemacht. Okay, gehen wir hier mal raus. Das ist unser Zimmer also. Okay, das ist wahrscheinlich der Hisoka ihr Zimmer. Ja. Genau. Wir gucken aber erstmal vorne hier in dieses Zimmer rein. Irgendwo muss doch hier auch eine Küche sein. Kann nicht sein, dass sie keine Küche haben. Eine kleine eingetoppte Herzblattlilie steht auf einer niedrigen Kommode. Herzblattlilie? Das ist ein altes japanisches Haus. Ja. Typische Bauweise, würde ich sagen. Nee, keine Ahnung. Hier ist noch ein Gästezimmer, oder was? Wie viel Gästezimmer hat die denn? Oh. Hier ist nichts Interessantes, okay. Ein hübscher Kimono hängt auf dem Kleiderständer. Okay, hier ist noch ein Bett. Ich glaube, kann das sein, dass die Hisoka die Leute entführt? So, wir müssen jetzt mal ein bisschen üben, hier zu rennen. Hä, wo ist denn ihr Zimmer? Ach, hier. So, also sie hat keine richtige Tür. Also, ja, typische. Das ist Hisokas Zimmer. Sie mag diesen traditionellen japanischen Stil sehr. Ja, genau, das meine ich ja. Öffnen. Kimono. Nee, hier ist nichts Interessantes, okay. Da ist ein Spiegel. Oh, wir haben ein Spiegelbild. Es ist sehr verpixelt, aber wir haben ein Spiegelbild. Das ist sehr krass irgendwie. Sehr krass, stark verpixelt. Seht ihr das? Aufheben. Ein alter japanischer Ankleidespiegel. Ich habe es noch nie gemocht, im Spiegel zu schauen. Okay. Konnte ich nicht irgendwas aufheben? Da. Akten verlorener Gegenstände. Ein Ordner mit der Aufschrift verlorene Gegenstände liegt auf dem Schreibtisch. Er ist dem Anschein nach verschwunden. Es scheint sich hierbei um Hisokas Notizen zu Fällen zu handeln, in denen sie Schatten wahrgenommen hat. Akten verlorener Gegenstände. Kunde. Verlorener Gegenstand. Tagebuch. Relikt. Foto eines Verstorbenen. Details. Tagebuch der Mutter finden. Der Kunde ist auf der Suche nach Informationen zu seiner verstorbenen Mutter. Kontakt mit einem Verstorbenen. Vorsicht walten lassen. Resultate. Der Betreuer der Verstorbenen hat das Tagebuch auf ihren Wunsch hin verbrannt. Kunde. Verlorener Gegenstand. Lagerraumschlüssel. Relikt. Foto eines Verstorbenen. Details. Lagerraumschlüssel finden. Womöglich ist der Gegenstand bereits verloren. Relikt und Gegenstand gehören dem Verstorbenen. Vorsicht walten lassen. Resultat. Gegenstand gefunden. Wurde von Eltern des Kunden versteckt. Der Gegenstand wurde dem Kunden zurückgegeben. Kunde. Verlorener Gegenstand. Diamantring. Relikt. Die Schachtel des Rings. Details. Der Kunde sucht nach verlorenen Verlobungsring, hat darum gebeten, den Partner nicht zu benachrichtigen. Hochzeitstag rückt immer näher. Resultat, auf dem Schreibtisch des Kunden gefunden, war an einer offensichtlichen Stelle jedoch vom Kunden unbemerkt. Ernsthaft? Deswegen holen die so jemanden. Oh, Kunde. Ren Hojo, verlorener Gegenstand. Album mit Leichenfotos, Relikt Leichenfoto. Details, Referenzmaterial für ein Buch über traditionelle Bräuche in der Gegend um den Hikami-Berg. Unangenehmer Ort. Jedoch besteht keine große Gefahr. Kunde ist ein Bekannter.
Resultat: im alten Gebäude des verlassenen Gasthofs gefunden. Ein Schatten versuchte, Yuri in das Jenseits zu ziehen. Hätte alleine dorthin gehen sollen. Muss Yuri raten, sich vom Berg fernzuhalten. Okay. Ein Buch mit dem Namen Schattenwahrnehmung liegt neben den Akten. Schattenwahrnehmung beschreibt die Fähigkeit, Spuren der Vergangenheit zu spüren. Sie unterscheidet sich nicht allzu sehr von Psychometrie. Folgt man diesen Spuren, so kann man Dinge finden, die entweder verloren gegangen oder nicht länger sichtbar sind. Sie existieren wirklich, doch kann man sie aus unbekannten Gründen nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Es kann sich dabei um Gegenstände handeln, die der Besitzer vergessen wollte, deren Besitzer verstorben sind, die selbst nicht länger sichtbar sein wollten, die teilweise in das Jenseits gezogen wurden oder die unsichtbar in unserer eigenen Welt sind. Solche Gegenstände können durch das Wahrnehmen von Schatten zu uns zurückgerufen werden. Menschen, die von Geisterhand verschwunden sind, darf man, im Gegensatz zu Objekten, unter keinen Umständen leichtsinnig folgen. In vielen solchen Fällen wurden sie von Kreaturen des Jenseits entführt, die sich immer in der Nähe ihrer Opfer aufhalten. Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten. Also hätten wir dem Geist in der ersten Folge gar nicht folgen dürfen? Heißt es das? Okay, hier haben wir nochmal unser verpixeltes Bild. Bevor wir uns jetzt hier weiter in dem guten Räumchen umsehen, da liegt nämlich etwas, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid in dieser recht ruhigen Folge. Ich denke mal, das wird auf gar keinen Fall so bleiben. Wir haben uns jetzt hier mal im Antiquitätenladen umgesehen und auch im Hisakus Zuhause und natürlich auch bei unserer lieben verpixelten Dame hier im Spiegel. Ich meine, wir haben ein Spiegelbild, das ist schon sehr cool, aber es ist halt sehr verpixelt. Naja, was soll's. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, bleibt gesund und bis morgen, wenn wir mal wieder richtig in die Dunkelheit hineinsteigen werden. Tschüss!